Hallo Leute, ich dachte, ich daddel mal wieder eine Runde hier. Ja, hier ist nicht der Marvin, wie eigentlich in unserem Together, nämlich, wie wir an unserer Ankündigung erwähnt hatten, sind wir nicht mehr so viele Leute. Wir bringen das Ding aber hier natürlich noch zu Ende, wie auch in der Ankündigung erwähnt. Und wenn ihr die Ankündigung nicht gesehen habt, dann schaut doch vielleicht doch nochmal rein. Ich werde sie unten dann verlinken. Das, ja, wird gar nicht so lange dauern. Und ja, wie ich halt sagte, wir wollen das Ding hier zu Ende bringen. Ich habe mir noch ein paar Leben gesammelt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, die ganze Zeit zu sterben. Ich habe nämlich hier schon mal ein bisschen rumprobiert gehabt, schon mal ein bisschen eher. Und das hat mich ein bisschen frustriert, weil ich so schlecht bin und so. Und ja, jetzt habe ich halt Lust gehabt. Dachte ich mir, ja komm, daddelst du eine Runde, Mario. Hast eh gerade nichts zu tun. Nimmst du hier den Pilz mit, erfreust dich daran, dass wir alle Schalter erwischt haben. Und ja, ne. Ach ja, 3 Leben zusätzlich. Jetzt sind wir schon bei 18 Leben. Wo geht's eigentlich da oben hin? Ich bin hier noch gar nicht lang gegangen. Ich bin immer nur hier unten lang. Na, schauen wir mal. Oh, oh, oh. Komisches Vieh. Komische Maulwürfe. Ah! Na, na, na. Yo. Aber ich muss schon sagen, die haben echt irgendwie Stil. Ich find's zwar doof, dass sie neu spawnen, aber Stil haben sie trotzdem. Ja, wie komme ich da hin? Ha! Wo komme ich denn hier hin? Hallo? Hallo, ich bin hier einfach hingesetzt worden, weil ich keinen Sinn habe. Okay. Okay. Puh. Was sollte diese Röhre da? Ach, egal. Stirbst du? Kannst du nicht sterben? Ach komm. Yay. Oh. Wow. Jetzt verstehe ich, warum das aber so easy ist mit der Blume. Jo, und da hat es schon geschafft. Der Schiff vom Start. Yeah. Ah. So. Und ich wäre natürlich nicht Robin, wenn ich mich nicht extern etwas vorbereitet habe. Ich habe hier natürlich wieder was für unsere Bienenkunde unter uns. Denn hier kommt wieder Robins Rechtsexkurs. Heute der Bienenschwarm. Ja, es gibt einige Regelungen zum Thema Bienenschwarm. Der Bienenschwarm ist geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch in den Paragraphen 61 bis 64. Übelst spannend. Und da stehen so interessante Dinge drin wie, wann ein Bienenschwarm herrenlos wird, ja? Jetzt fragt ihr euch natürlich, wann wird ein Bienenschwarm herrenlos und warum macht Robin seinen Windows-Sound? Also ganz einfach. Erstens, weil der Windows-Sound mir zu laut ist. Und zweitens, na komm, nimm das mit. Yo. Okay. Ich möchte jetzt nicht auf das P treten. So. Und du? Oh. Mann, das erinnert mich ganz an diesen Song, den ich mal gesungen hatte in der einen Folge. Aber egal. So, Bienenschwarm. Also, ein Bienenschwarm wird herrenlos, wenn ihn der Besitzer nicht verfolgt, wenn er woanders hingeht. Oder, ganz interessant, ja, wer hätte damit gerechnet, wenn er die Verfolgung aufgibt. Noch interessanter ist, wenn ein Besitzer seinen Bienenschwarm verfolgt, ja, dann... Oh, einfach mal rein. Wenn ein Besitzer seinen Bienenschwarm verfolgt, dann hat er das Recht, auch unbefugte Gebiet, also Privatgrundstücke zu betreten. Ziemlich lustig eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Oh, ärgerlich. Ich wollte das Leben noch haben. Also wenn ihr euren Bienenschwarm verliert, dann keine Angst davor, dass ihr Privatgrundstück betretet. Ihr dürft das. Ja, des Weiteren, was könnte man noch erwähnen? Genau, wenn sich jetzt euer Bienenschwarm irgendwo anders niederlässt, zum Beispiel in irgendeinem verlassenen Bienennest, tja, dann gibt es da so einige Regelungen. Zum Beispiel, dass der Besitzer das einfach rausbrechen darf. Er darf es sich einfach mitnehmen, egal wo es ist. Er muss dann halt nur Schadensersatz leisten. Glaubt ihr mir nicht? Schaut nach! Ja, das war's dann auch wieder mit Robins Rechtsexkurs. Da stehen auch noch Dinge drin wie Vermischung und bla bliblablo von Schwärmen. Aber naja, who cares? So. Na du? Okay. Nein! So viel Dummheit. Eigentlich wollte ich ja runterspringen, ihn mit Feuer fertig machen, aber ich hätte einfach rüberspringen sollen. Ich bin der Mario. Und mich machen dumme Sachen vor. Och man. Also hier, ihr seht, das ist wirklich ein Geduldsspiel. Und ich habe keine Geduld. Das ist das Problem an diesem Spiel. Weil ich wollte es eigentlich nur so ein bisschen vor mich hin daddeln und irgendwie...
weiß nicht, ich denke immer, oh, du musst hier durch, damit du dieses LP zu Ende bringst. Aber eigentlich, boah, man kann auch ein paar schöne Parts daraus machen und hey, sonst macht es einfach ein bisschen länger. Nee. Oder habt ihr da was dagegen? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare oder so. Ach ja. Okay, ich hole mal diesen Pilz. Boah, hab ich das gut gemacht. Okay, es gibt eine Taktik. Ja, wir springen einfach ganz, ganz schnell rüber, hoffen, dass wir auf seinen Kopf drücken. Das sind wir drüben! Baum, baum, baum. Okay, naja. Das, die Level sind eigentlich ziemlich kurz, aber manchmal doch ein bisschen knackig. Aber hey, knackig ist immer schön. Knackig wie Deutschländer. Nee, wie Bockwürste. Die waren die knackigen. Und die waren doch in den Deutschländern drin. Also war das ja gar nicht so falsch. Aber jetzt ist mal das böse Schloss. So, ich hoffe, ich kriege in dieser Folge meine Zähne ein bisschen weiter auseinander, weil ich habe gemerkt, dass ich doch manchmal recht undeutlich spreche. Ja, komm runter. Genau. Hey, hey, Knochen, Knochentrocken. Ah, so. Ach ja, weißt du, da ist man so in so einem Schloss, kommen da so ein paar Knochen geflogen und eine Kettensäge! Ja, eine Kreissäge. Aber hey, wo? Ah! Guck, 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 oh Mann, was hat man für eine Wahl? Ach ja, ja, kommt Zeug aus der Decke, kommt Kreissägen rum. Ich glaube, hier will mich immer nicht haben. Naja, geh wieder hoch. Na komm, so. Ja. Aber ihr seht, man muss sich in diesem Spiel einfach nur mal ein bisschen Zeit lassen. Zeit lassen, so viel zum Thema Zeit lassen. Okay, so. Oh, oh geil, das wusste ich gar nicht. Ja, wieder was Neues. Entdeckt. Runter. So. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Hm, schlecht. Probieren Sie es doch einfach nochmal. Gut. Na komm. Ja. Was kann ich so erzählen? Ich war in letzter Zeit auf vielen Metal-Konzerten. Wenn man schon mal in der Berliner City ist, in Deutschlands Hauptstadt hier, dann kann man sich wirklich was antun. Also, ich war auch mal in Potsdam und ich muss sagen, Potsdam ist eine wirklich hübsche Stadt. Und was ich auch sagen muss, so als hinzugezogene Berliner, das Bier ist doch wesentlich besser. Also es war zwar nur Krombacher, was es eigentlich überall gibt, aber die Berliner Biere kann ich echt nicht empfehlen, um das hier mal zu sagen. Ach, jetzt habe ich mir bestimmt ganz viele Feinde gemacht. Hm, gibt's hier was? Oh, ärgerlich. Dann nehmen wir die Tür. Also, Berlin ist eine schöne Stadt. Keine Frage, aber es gibt bessere Biere. So, so ganz ehrlich. Aber ansonsten... Wow, was bist du? Hm. Es könnte eine Riesensonne sein. Eigentlich eine kleine Sonne, wenn es darum geht. Aber es sieht komisch aus. Einfach nur ein Feuerball mit Augen. Weil alles mit Augen viel niedriger ist. Na komm. Lassen wir jetzt einfach ein bisschen Zeit und dann schaffen wir das. Ich frage mich, ob jetzt wieder unten diese komische Fraps-Zahl eingeblendet wird, die ganz komisch ist, weil sie einmal gelb und einmal rot ist. Aber hey, oh, ich habe nur noch 100 Sekunden. Ach, naja. Was interessant ist bei New Super Luigi U, falls das euch was sagt, das ist so der New Super... Nein! Das ist ein neuer Ableger, da hat man immer 100 Sekunden Zeit für jedes Level. Aber die sind, glaube ich, sind die kürzer? Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Ja, das ist der DLC, den habe ich mir gezogen. Ich bin ja nicht so gegen DLCs, aber ich fand so, ach, für das Geld war das eigentlich ein schönes, das ist ein schönes Spiel. Ich habe es bis jetzt auch erst angespielt, weil, ja, ich hole mir die New Super Luigi, die New Super Mario Bros. Teile immer. Ich weiß, es war immer das Gleiche, aber es macht immer wieder Spaß. Und ich muss auch sagen, der neueste Teil ist wesentlich schwerer, als man denkt, ja. Im Vergleich zu, komm schon, ja, voll. Im Vergleich so zu dem Vorgänger für die Wii, obwohl der Vorgänger ja, glaube ich, für den 3DS war, theoretisch, aber naja, ihr wisst schon. Da ist der wirklich, hat er dann schwere Passage und ich habe da zum Beispiel mit Marvin echt lange gesessen, aber es macht immer noch einen Heidenspaß und das Miiverse mit den Posten und so ist immer sehr lustig. Wenn jemand von euch zufällig eine Nintendo Wii U hat oder einen 3DS hat und Lust hat, mal ein paar Leute zu adden, ja, dann fragt einfach mal an, ich gebe euch doch gerne mein Nintendo... oh, oh Mann, ich bin so blöd. Mein hier Miiverse starten und so. Weil, wäre immer mal cool, vielleicht findet man jemanden, mit dem man zusammenspielen kann. Oh, was ist das? Ding! Oh, eine Feder. Puh. Okay. Stellen wir uns diesen Boss. Yeah. Oh, oh, oh nein. Oh,
Einer noch. Nein! Mann, da war diese scheiß Flamme da. Und sonst wäre ich fertig gewesen. Naja, nützt nix. Nochmal. Was bleibt mir anderes übrig? Na, ist was los? Hui. So. Ja, ja. Gut. Also ich habe mein Bestes gegeben, die Sonne noch zu treffen, weil ich wollte so Pro-Game sein und das hier ohne zusätzliches Leben schaffen, weil das kann ja jeder. Ich meine, hey, wir sind schon groß sein beim Endboss, dann bin ich doch lieber hier. So. So, ein bisschen klein und jetzt lass mich bestimmt gleich von der kleinen Sonne hier treffen, ja. Weil das machen alle Pros so. Und da ich ja so Pro bin, wie alle Pros. Komm runter, die große Sonne. Boah, jetzt komme ich hier auf einmal durch. Also ich habe schon sehr, sehr lange probiert, hatte ich immer Probleme. Aber jetzt muss ich diesen scheiß Endboss hier nicht mal knacken. Oh, bin ich blöd. Also. Ah. Ah. Oh. Oh. Ich hasse diese Flammen. Jawohl! Das war Glück und Können und Skill vereint in einem. Oh yeah. So, wieder ein Schloss geschafft. Aber ach, ich finde, wir haben noch... Boah, es sind 10, 11 Minuten um. Thank you! Tanke mich voll! Nein. Yo! Warum haben wir das nicht gleich so gemacht? Warum musst du mir erst reingehen? Achso, das Eye World Master, stimmt. Wow, Wendy O. Cooper in Castle 6 has sung her last song. Mario must meet the challenge that is now before him. There is a sunken as a ship that appears to be a gateway to the Valley of Bowser. Ja. Noch schlimmer wäre es gewesen, wenn ich es versucht hätte zu übersetzen. Deswegen habe ich das mal lieber gelesen. Yeah, continue and save. Okay. Yo. Der dann? Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die macht Spaß. Da, 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 da. Auch wenn... Ja, komm, komm, komm. Pilz. Nein. Hm. Naja, das war ja auch viel zu... Wäre auch viel zu einfach gewesen mit so einem Pilz. Ich glaube, hier oben geht's nicht lang. Mario? Mario! Okay. Du, 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 du. So. Und wie soll es anders sein? Auf so einem Geisterschiff gibt es natürlich auch ein paar Geister. Geister, Geister und... Oh! Irgendwie konnte ich mich daran gar nicht mehr so ganz erinnern. Komm, da ist mit dem Alter. Was denkt ihr Leute, wie schnell es bergab geht mit dem Alter? Oh, jawohl. Oh nein, nicht schon wieder? Yeah. Okay, jo. Dann nehmen wir mal wieder die Höhe. Komm. So. Was meint ihr denn? Also ich überlege die ganze Zeit, wie viele Parts hier noch so rauskommen werden. Boah, dieses Schwimmen ist so ungenau. Oh. 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 Mein Gott. Easy peasy lemon squeezy. Oh. Ah. Oh. Was das? Ha. Nee. Du siehst mich nicht. Also doch schon, aber... Ja. Und los geht's. Ha. Ach, kommt. Gib mir. Lass mich durch. Geht doch. Jetzt könnte mich gerne... Na, bleibst du stehen. Na. Ach, da kommt die Öffnung endlich. So, jetzt kommt, glaube ich, der lustige Teil des Levels. Ja! Juhu!
Jawohl. Das fand ich immer ziemlich cool. Ach, will ich keine Yoshi mitnehmen? Oh, der Pilz wäre super gewesen. Hm. Oh, Mann. Oh, ich habe auch ein was bekommen. Wow. 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 Oh. Oh, wie scheiße. Jo, das musst du jetzt sein. Oh, oh, was passiert da nur? Oh Gott, das ist so spannend. Ein Wasserkohle ist erschienen. Oh, so, die Musik gleich ein bisschen anders. Ja, und... Ach komm, das erste Level probieren wir noch. By the way, das andere Schloss, was ihr da seht, das habe ich immer versucht zu erreichen, habe es nie erreicht. Und ich wusste nie, warum. Das kleines Kind, vielleicht... Ey! Nerv nicht. boah. Willkommen. Ob es da unten irgendwas Cooles gibt? Hier gibt es irgendwo einen Geheimgang, glaube ich. Und den habe ich immer nicht erreicht. Ich werde mal gucken. Ich überlege, ob ich immer die ganzen Geheimgänge am Ende mache. Ob ich dann so, wenn wir dann so offiziell durch sind, so eine riesen, extrem, mega lange Folge machen mit dem ganzen restlichen Zeug, was man vielleicht freispielen könnte. Aber das würde, glaube ich, ewig dauern. Hm, na mal sehen. Ich meine, die Videos sind ja alle nicht so groß. Da kann man auch ein bisschen was machen. Oh, da wäre es mal ein bisschen größer. Hui. Was ist denn? Oh, naja. So, ja, gut, dass da einer kommt. Dafür sind sie nämlich gut, die blinden Maulwürfe. Ja. Jawoll! Drei Leben. Ich finde diese Monde sehr, sehr schön platziert. Mhm. Oh, geht's hier runter? Nö. Oh, komm, geht's weiter. Oh. Mann, ey. Okay. Na, welchen nehmen wir? Den, den oder den? Oben ist immer am besten. Und nochmal. Wow. Ich wollte schon immer mal vier... in Zahlen vier Münzen haben. Nehmen wir die noch mit. Und dann geht's hier runter. Das ist jetzt aber doof. Hm. Noch weiter runter? Ach komm. Invisible Coin Blocks. Also, noch weiter an den Rand ging er nicht, oder was? Nein, das Level möchte ich noch schaffen. Danach mache ich auch Schluss. Aber das... What the fuck? Mama! Ah! Ah! Oh! Bing! Tot. Kommt da auf einmal so ein riesen Vieh an. Okay, jetzt ist die Frage, kommt man hier durch? Ah. Oh, bup, oh, bup, bup, bup. Ah. Ah. Haha, ausgedrückt. Wo geht's denn hier lang? Alter, zu viele Gegner. Wow, diese Münze war mir unglaublich wichtig. Hm. Oh! Nein! Oh, puh, so viele Gegner. Ha! Ja. So, ich bin mal wieder der Meister gewesen. Und in der nächsten Folge zeigt euch der Meister natürlich, wie man den Rest hier meistert. Bis dahin, haut rein. Das war Part 16. Klickt euch geil, Helene. Wo ist die? Ach, hier ist die Taste. Oh.